Heute gibt es keine einzige Herausforderung, dann spielen wir halt auch keine Terroristenjagd und damit hallo allerseits und willkommen zurück bei Rainbow Six Siege. Verteidigen. Den Büros. Guck mal, im Gegnerteam gibt es einen Peacemaker. Ich kann wieder die Tab-Taste nicht drücken. Ah, drückst du doch mal. Ja, funktioniert nicht. Auch die Leertaste nicht. Ach, Leco Mio. Das ist unser Dann Peacemaker, drückst du jetzt mal. Nee. Der ist hier bei Uplay, glaube ich, auch zockt. Stand vorhin in der Liste bei Uplay, aber habe ich mir jetzt nicht so genau gemerkt. Aber ich meine, ja. Ist. Da kommt ein Drohne. Was, sie kaputt? Schon kaputt. Was schaffst du? Oh, ein Türrahmen gerammelt und einen Schrotflintenschuss. Es bleiben noch 10 Sekunden. Noch bekommen. Alibi? Jo. Ich lade nach! Die Beiliff. Das ist aber das keine Schrotflinte, wie du immer Doch, sagst, ne? Die Beiliff schon. Echt? Ja. Das ist eine Schrotflinte? Ja, eine kleine. Hier ist sie. Hab sie. Ich setze meine Begleiter. Hat schon jemand Holz aufgemacht? Schild aktiv. Ins Spiel. Schanka, geh aus dem Weg. Der Fuse. Nomad haben sie auch. Nicht getroffen, Mist. Glass schon vor der Tür, vor der großen. Holt sie darauf, Vorsicht. Jetzt wird es langsam etwas ungemütlich. Nochmal Rauch, glaube ich. Ja. Ich lade Munition nach. Das reinkommt, habe ich. Ich hab Glass. Das Fuse. Das ist umkämpft. Da war die Beile. Ich hoffe, dafür war leer. Der hat einfach nicht getroffen, der Typ. Warum spielen die eigentlich alle jetzt die Spesnas oder die FBIler? Sag mal, haben die anderen Herausforderungen, die wir nicht haben, oder was? Die haben ja noch alte Herausforderungen vom letzten Jahr offen. Aha. Doch gar nicht. Den Raum verbarrikadieren. Vielleicht haben sie sich die gekauft. Ich geh zu denen. Nein! Hat wer die Luke aufgemacht? Ja, bloß angeschossen hat die Grabschrödie. AVS.
schnell zur anderen. Die hat sie vielleicht auch schon angeschossen. Ne. Der Boden ist verstärkt. Beide ducken zu. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ich. 10 Sekunden. Es bleiben 5 Sekunden. Lege den Kommensmatte aus. Kassiere eine Razorblume. Taps, 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 taps. Oh, das wird eng. Das wird mir zu eng. Egal. Oh Gott, die sind schon da. Lege den Kommensmatte ein. Okay, ging gut. Keiner reinkommen. Erst da rumrennen und jetzt das. Dann halt nicht. Lade neues Magazin. Einladend. Bereite Willkommensmatte vor. Jus. Oh, ungünstig. Das bringt wieder an. Sie kämpft, das ist nicht gut. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern. Es ist immer noch umkämpft. Aua. Ich hab daneben geschossen. Sicherung des Biogefahrgutbehälters unterbrochen. Die Feinde ausschalten. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Was macht denn der Fuse da? Furchtbar. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Nichts, Server. Na toll. Oh, mein Waffenlager. Okay. Wurde lokalisiert. Oh Mann, Tatschanka. Gar nicht geschossen. Frost immer noch. Da ist er wieder, der Tatschanka. 10 Sekunden. Hinter dem mobilen Schild eine Matte. 5 Sekunden bis Einsatz. Ich hab das schöne Drohnenfahrgeräusch und sehe aber keine Drohne. Auch gut. Oh Mann, das ist ja fies. Einfach kaputt gemacht. Kommt jemand an? Die Grabschmauer ist tot. Gott ist auch tot. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Und ich auch.
Das ist aber nicht so gut. Also pass auf Matten auf. Okay. Kein Joker mehr ist gut. Ist das Pappe? Ach, den Eierkopf haben sie ja auch noch. Ja. Das waren noch 4 Schüsse in die Brust. Da ist der Peacenick. Ganz schön viel Leben für 4 Schüsse. Wieso ist den Fuse vorher nicht gegangen, als jemand gegangen ist? Mann. Er sieht halt sowas von nach Fuse aus. Ja, total, ne? Vielleicht sieht er ja so unter seiner Maske aus, wer weiß, wer weiß. Nee. Hab mir ja schon mal gesehen, als wir diese phänomenale Partie hatten, als wir alleingelassen wurden von den Teamkollegen auf Café. Da war er in seinem. Mit dieser Schneemütze, mit diesem Outfit oder mit dieser Kopfbedeckung, als ich mit Gab schon unterwegs war. Unten sind sie. Kapkan. Mitchell ist der Letzte. Okay, schnell weg hier. Na, es schießt. Noch 10 Sekunden. Einsatz in 5 Sekunden. Also sind sie unten. Nein, doch. Hältst du das Magazin? War jetzt jemand Ace oder was? Nicht, oh! Ja. Das ist eine Pfeife, ey. Oh Mann. Was ist mit Ace? Hat Selma benutzt, um hier Papa aufzumachen. War zu ungeduldig, konnte nicht warten, bis die Sprengladung angelegt wurde. Ist das schon was verletzt? Streusprengsatz aktiv! Ich helfe dir! Streusprengsatz aktiv! Limo fertig! Der Fuse drin und draußen geht. Die Pappe von der Wand. Du wärst im Bad. Ich hab keinen. Zugang sperren, beobachten, Moment. Die haben aber inkonsequent zugemacht. Das ganze Zeug so ungünstig und auf einer ungünstigen Höhe. So schwer. Das Visier ist so kacke, viel zu viel Gelb. Oh, hinter mir! In der Tür, Vigil, der Kackarsch. Eigener Trupp hat Gegner eliminiert. Wie er sich niederlegt. Was?
Schalter. Da, wo die gerade waren, ne? Nee. Ist schon richtig, doch. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen, den Raum sichern. Ich gehe mal zurück. Zwar nicht direkt über unserem Raum, aber falls die daneben aufmachen, könnt ihr nicht einfach so runterspringen. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Luke Batsu. Ach, dummes Ding. Die haben die Funktion an, dass die Kamera stehen bleibt, wenn die Vorbereitungsphase vorbei ist. Verletzt. Na, schaffen die beiden das? Ja. Linker vor der Tür, vom Fenster. Hä, wurde die das ins hingeballert? An die Tür zum, an die Wand zum Bad guck da mal. Die ist ja doof. Ich habe schon die gesamte Kaiho-Ladung mit zerstört. Ich auch schon 6. Weiß nicht, was sie damit bezwecken soll. Sie haben ihre Versuche in Mathe. Schon getroffen. Oh, was machen? Ach, lass das doch zu. Oben ist Sledge, gell? Okay. Granate fliegt. EMP-Manns, beide oben. Jetzt werden die da abgegriffen, die Teamkollegen, die hier vor der Tür stehen, vor dem Fenster. Das Fenster ist komplett offen, das ist nicht gut. Aber die Matte ist nicht. Ich kann gar nicht das böse Auge benutzen. Viel zu tun hier. Oh. Ne, nicht. Lass ihn hier rüber robben. Nicht. EMP. Das müsste neben euch sein. Das böse Auge ist im Vorraum, da kannst du gucken. Also am Ping ist, das böse Auge wurde ge-EMP'd. Jetzt wurde ich auch noch geblendet. Boah, ich hab das doch schon gedreht. Was ist denn das für ein Kack? Pass doch Finger auf, die ist irgendwie. Danke. Warte, ballern. So, ist vom Fenster das letzte. Nee, EMP-Mann war im Vorraum. Also neben euch. Ja, beim Wartebereich. Da sind noch zwei Matten, glaube ich. Bei den Fenstern. Wenn sie nicht kaputt gemacht worden sind, die noch da. Eine ist bei mir noch da. Kaum noch Zeit, der muss jetzt gleich reinrennen, dann springt dann die Matte und links und rechts steht jemand von uns, das geht doch schief für ihn. 15 Sekunden. Eigener Trupp siegreich, alle Gegner eliminiert. Wie er über die Matte springt.
plattformübergreifender Fortschritt. Wer spielt denn auf einer Konsole dieses Spiel? Doch nicht ich nicht. Konsolenspieler spielen das bestimmt auf Konsolen. Letzte Chance, also startet nächste Woche auf jeden Fall die neue Operation, aber das ist jetzt gar kein Geheimnis mehr. Es geht ja immer in der nächsten Battle Pass Woche los. Und das Ding endet ja in weniger als 3 Tagen. Ich hab damit kein Problem, wo ich den hässlichen Grimm nicht mehr sehen. Medien schön dunkel. Den Raum verbarrikadieren. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Zeit für etwas Abstand. Handzimmerten mit Spritze. Oder mit Nadel. Na komm, komm schon. Blöde Wand. Die Drohne der Gegner hat den Biogefahrgutbehälter gefunden. Dann nimm aber mit, ne? Na, erstmal Matten auslegen, weil die kann ich ja dann nicht in der Aktionsphase auslegen. Es bleiben 10 Sekunden. Das rumst doch. Es bleiben 5 Sekunden. Bringt der hier bestimmt auch was an. Ja, da komm ich gleich wieder rein, Ich hoffe, du schaffst es noch. Wird schon. Da kommen sie schon. Runtergesprungen, das war knapp. Noch nicht geschossen, aber da waren sie schon zu hören. Okay, ich lasse es offen. Dann nimm deine Matte mit. Huiuiui. Ah, die Zungensperre ist doof, die zermördert mir den Schild. Schildeinsatz. Tut mir leid, muss weg. Matte ist kaputt. Naja, die ist auch sehr auffällig, aber wenn es funktioniert, dann ist es sehr lustig. Der Gegner versucht nicht mehr, die Behälter kämpft, zu sichern. Den Gegner von der Sicherung des Behälters abhalten. Kali bei mir, beim Ausstellungsraum. Türchen, Treppe. Kali ist drin, wir dann nicht bekommen. Er ist nicht drin, es ist raus. Kali ist in der Hauptgalerie. Okay. Aua! Und Nock hat sich hier reingeschlichen, in Zugangssperren vorbei. Der Kapitän hat irgendwie am Boden gelegen und hat mich mitgenommen. Wer hat die das denn gemacht? Die Funktion, dass sie Zugangssperren umgehen kann, hat sie ja nie bekommen. Zumindest weiß ich davon nichts. Oh, trifft sie nicht mal, die dumme Nuss. Der ist jetzt rumgelaufen. Ein Operator des eigenen. Warum blicken die nicht, dass die sich wieder aufstellen können, oder was? Ein Gegner verbleibt. Den Biogefahrgutbehälter beschützen. Mission gescheitert. Eigener Druck neutralisiert. Immer noch, wie die Nock das gemacht hat. Die Zugangssperre wurde nicht zerschossen und ihre Fähigkeit, zumindest hat sie die nicht öffentlich bekommen, dass sie mit dem Leisetritt dann mit Hell dann durch die Zugangssperren kann. Peter?
Aber auch Ubisoft typisch, wenn die Nock diese Fähigkeit doch einfach mal so bekommen würde, ohne dass das erwähnt wird. Ach, und keiner weiß es, oder was? Und außer die, die es halt herausgefunden haben. Weil, huch, geht ja. Ja. Also typisch. Zwei Drittel der Schrotflintenschüsse treffen nie das, was sie sollen. Nur noch 10 Sekunden. Ach, oh, kaputt gegangen. Aus Versehen. Hier ist irgendwo eine Drohne und ich finde sie nicht. Der Besuch kann kommen. Magazinwechsel. Oh, 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 oh. Mal auf. Jetzt können Sie kommen. Ich glaube, einer von oben runter. Jetzt aber Lärm machen. Errichte eine Barrikade! Jetzt kommt sein Fahrstuhl an, also ein was. Jetzt klopft es an, das ist nett. Kali, lass das doch. Okay, wo ist sie denn hin? Kein Treffer? Doch ein Hauch. Oder nee? Ist ja fies. Ein Operator des eigenen Trupps verbleibt. Sie haben ihre Versuche, den Behälter zu sichern, eingestellt. Noch jemand. Mission gescheitert. Eigener Operator gefallen. Wieso hat die denn einen ACOG? Ist doch fies. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Wie wir Medien sind sie nicht. Na, Büro hinten. Also hier Geschäftsführerbüro. Nein, Störsender. Oben drauf gesprungen auf die Durchfahrt. 10 Sekunden bis zum Einsatz. Aruni haben sie noch. Einsatz in 5 Sekunden. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Angriffserlaubnis erteilt.
Ganz schön riskant hier reinzugehen, aber hey, kein Risiko, kein Spaß. Jetzt bin ich immerhin schon nebenan. Doch. Dann können die aber auch hier durchgucken. Gefällt mir nicht diese Löcherei. Ich muss hier raus. Streusprengsatz aktiv. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Ich lade mal nach. Hast du mich vermisst? Lade Sprenggranate. Den Raum sichern und den Biobehälter schützen. Bleibt doch da drin, mit ihrem Kack-Trommelkack. Kein Schaden? Doch, Eliminierungsassistent. Sicherung des Behälters beenden. Die Anzeige lügt also, okay. Klingt, als wäre er verletzt am Fenster, der eine Gegner. Da schießt. Okay, er ist nicht verletzt. Wobei doch, kann sein. Ist der Bereich sicher, aber es schießt, okay. Dann mach ich die Laserschranke wieder an. Ach, die ist schon wieder an. Kann der Claymore reinwerfen. Claymore reinwerfen? Was? Da ist der Kopf. Gegner neutralisiert, eigener Trupp erfolgreich. Den Biogefahrgutbehälter lokalisieren. Hat der ein Glück, dass er abprallt. Nicht Medien. Nicht Chefbüro, eine Etage tiefer. Sozusagen im Keller sind sie. Küche! So, hier. Ist das Küche oder wie heißt es daneben? Restaurant. Ja, genau da. Bin nämlich im Störsender drin. Noch zwei. Hier läuft was. Was ist? 5 Sekunden. Sehr schön. Da ist das Ding. Ja, ich bleib hier drin. Ist schick. Ah, bist du rüberlatschen, ist doch kacke. Ein Schwarzbart hat einen Schneeschieber dabei. Schwarzbarts Gewehrschild. Da kommt man sich vor wie so eine Ameise. Ah, da liegt jetzt ein Störsender. Nix drin. Es piept auf den Ohren. Warte, ich komm mit. Hui! Kamera kaputt.
Da ist auch eine Kamera, wenn du durch die nächste Tür gehst, da rechts oben in der Ecke. Irgendwas ist neben mir. Ein Hologramm wird aufgestellt beim Empfang. Oh fuck, Brianna ist es. Die ist hinten. In der Bar. Okay, gut zu wissen. Da war's. Trommelschrottflinte. Irgendein Brite ist da gerade runtergesprungen von. Vom Zwischengeschoss? Der ist mit Schrotflinte unterwegs. Argus eingesetzt, Kamera bereit. Hier latscht wer rum. Bestimmt noch die Alibi. Wo sind die anderen Streuner? Hier ist einer. Ich glaube, ich bin verletzt. 30 Sekunden. Kaum noch Leben und die Brenner in der Bar. Ober. Ja, Ober, ich muss schnell gehen. Noch ein paar Sekunden. Gegner eliminiert, eigener Trupp erfolgreich. Genau neben der Chat-Öffnen-Taste. Schwarzbarts hat's gemacht. Schwarzbarts Gewehrschild. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Nicht Medien. Nicht Büro. Chefbüro klingt sehr leise. Nicht Chefbüro. Da unten. Die sind wieder im Restaurant. Ich hab die am Mute. Da ist eine Störsendung, ja. Ist ja auch schon einer. Ja, Mist, Kack. Hi. 10 Sekunden bis Einsatz. Das kam gerade wie eine Laserschranke. Position des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Erlaubnis zum Angriff. Oh, fuck, da war die Luke offen. Na, mach ich auch gerne, aber springt keiner durch. Kommt jemand zu dir? Der Jakar, oder? Oh. Achso, Gegner gestorben. Hä? Warum geht das hier nicht? Zeigt's mir. Eine rote Anzeige an den Springer. Nein, ich hab die nicht gesehen. Grabsch mich jetzt. Reden Sie, Kacke. Wir sind als nächstes dran. Bastard, sagt ihr auch noch. Ach, Scheißdreck. Ich blinde Nuss. Kannst aus dem Fahrstuhl raus, da ist gerade Jakar vorbeigerannt. Mal sehen, was sich im Dunkel versteckt. Da, wo ich Alib umgebracht habe, ist die Grabschau.
habe aber keine Claymore. Noch 1,20. Wolle. Einer jetzt. Vom eigenen Trupp verbleibt. Eigener Trupp getötet. Schade. Hatte nicht mehr viel. Weiß gar nicht, ob sie überhaupt von mir getroffen wurde, aber es war einfach so doof. Ja, es war einfach doof. Es war einfach doof. Naja, vielleicht achte ich ja beim nächsten Mal, wenn ich da reingehe, noch etwas genauer auf mögliche Gegner. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und tschüss.